hier ist die Julia und du schaust meinen Kanal Stempel mit Creative You. Willkommen zu unserem Super Samstag Video Hop. Wir haben heute die Nummer 26, also das 26. Video. Bei unserem Super Samstag Video Hop zeigen wir ja jeden Monat verschiedene Projekte zu einem bestimmten Thema. Und das Super Samstag Video Hop Team ist ein kleines Team von SU-Demonstratorinnen aus dem Stempelzeit Kreativteam. Und ja, heute haben wir wieder eine neue Kollegin dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 4 neue insgesamt. Wir sind etwas gewachsen, was total schön ist. Das heißt, für dich viel mehr Ideen von uns. Und eine vollständige Liste aller Teilnehmerinnen findest du unten in der Infobox oder auf meinem Blog. So, jetzt kommen wir zu dem Thema von heute. Bei unserem Thema im Februar dreht sich alles um Ordnung. Ja, das Thema heißt also, Ordnung muss sein. Und ja, da kann man sich vieles drunter vorstellen. Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, ein wenig Chaos bei meinen Geburtstagskarten zu schaffen. Und denn bei mir ist es immer so, ich denke an jeden Geburtstag, den ganzen Tag lang, aber es ist meistens schon zu spät, um eine Karte rauszuschicken. Deswegen habe ich mir überlegt, was hilft mir denn, und habe mir so ein kleines Büchlein hier ausgedacht. Ja, der Aufbau wird dir vermutlich bekannt sein, zeige ich gleich nochmal. Als ich diese neue Aktion gesehen habe, diese heißt Flügel voller Fantasie, konnte ich natürlich nicht widerstehen und habe mir das komplette Set bestellt. Vorab ein paar Infos zu diesem Set. Und zwar besteht dieses Set aus einem Produktpaket mit Stempeln und Stanzen. Stempel und Stanzen. So, diese Stempel sind am Stück. Ja, du kannst also ganz viele Schmetterlinge direkt auf einmal stempeln und ausstanzen. Dann gibt es auch nochmal so Konturen. Und dann gibt es hier nochmal so, ja, so Prägemotive, mit denen man auch verschiedene Effekte machen kann, mit Strukturpaste oder für Kolorieren. Also ganz viele tolle Dinge, die man damit machen kann. So, und passend zu diesem Produktpaket gibt es exklusiv, also nur bei dieser Aktion, das tolle Designerpapier mit ganz vielen tollen Schmetterlingen und Aquarelleffekte. Ich mache mal kurz auf, das sind jetzt alle Seiten. Ganz tolle Motive, wie ich finde. Richtig schön bunt mit, bei den Farben kriegt man dann auch direkt Lust auf Frühling, Sommer. Ja, Sommer. So, also ganz tolle Motive, wie ich finde. Auch voll meine Farben. So, das gibt es exklusiv nur bei dieser Aktion hier. Und dann gibt es dieses tolle Strukturpapier mit, Buche, glaube ich. Birkenholzmaserung. Na, also da ist tatsächlich eine Holzmaserung auf dem Papier. Das sieht richtig toll aus. Es ist etwas glatt, ja, und es ist ein Holzmuster drauf. Ganz toll. Und auf der Rückseite etwas dezenterer Ton. So, davon gibt es 2 im Paket. Ne? 2 Bögen. So, diese 2 Sachen gibt es nur bei dieser Aktion ab dem 2. März bis 3. Mai. Und passend dazu gibt es dieses Produktpaket, ein Vorschau auf den neuen Jahreskatalog, der im Mai kommt. Wahrscheinlich kannst du dir jetzt auch denken, warum es dieses Format geworden ist. Ja, genau. Ich wollte nämlich unbedingt das Designpapier dafür nutzen. Und deswegen ist es jetzt das Format 13x13 geworden. Dann komme ich jetzt mal zu dem Inneren des Büchleins. Es ist nämlich eine Fächermappe, ja, mit 12 Fächern. Innen drin habe ich jetzt noch keine Register gemacht. Das werde ich noch nachholen und mal die nächsten Tage noch was einstellen. Lass dich da überraschen, ich habe da was im Sinn. Mal gucken, wie ich das umsetze und wie schnell ich das hinbekomme. Und wie du siehst, habe ich hier so ein Bändchen mit reingeschoben. Ich habe lange überlegt, wie machst du das? Das ist flexibel, das heißt, du kannst hier durchaus Karten reinmachen und das kann ruhig dicker werden. Und zum Format, ich habe auch oft kleine Kärtchen, die ich verschicke, zum kleinen Geschenk vielleicht dazu tue, dann passen die hier auch rein. Das ist das kleine Büchlein und natürlich würde ich gerne heute wieder eine Alternative mit dir machen. Ich möchte ein größeres Büchlein machen und nehme dafür dieses Holzstrukturpapier, ja, für das Cover. Ich würde
heute von innen nach außen vorgehen und würde damit auch direkt mit der Seite beginnen. Die Art und Weise, wie ich die Fächer hier gemacht habe, ist bei beiden Büchlein gleich, bei dem kleinen und bei dem großen. Es unterscheiden sich nur die Maße und die Maße stelle ich wie gewohnt auch wieder auf meinem Blog zur Verfügung. Wir starten mit den Seiten und dafür nehmen wir uns Flüsterweiß Farbkarton bzw. inzwischen Grundweiß. Wenn du dein Buch genauso dick machen möchtest, dann brauchst du 12 Bögen dafür, also für jeden Monat ein Register. Und zwar brauchst du hier jeweils ein Maß von 26 x 21 cm. So, das Ganze falten wir erstmal in der Mitte durch auf der langen Seite bei 13 cm. Bevor wir jetzt die Klebelaschen machen, würde ich gerne Markierungspunkte setzen. Und zwar immer oben und unten von beiden Seiten. Und zwar jeweils 5,5 cm von außen. Also wir legen jetzt unten bei 5,5 an, machen links und rechts zwei Markierungspunkte und drehen das Ganze um und machen das hier oben ebenfalls, ne, auf der anderen Seite. Nochmal kurz zum Zeigen. So, jetzt sieht man es, glaube ich. Ja, hier, hier und auf der anderen Seite genauso. So, dann brauchen wir auf einer Seite eine Klebelasche von einem Zentimeter, oben wie unten, und hier schneiden wir sie ab. Das heißt, wir legen an der kurzen Seite einmal oben bei 1 cm, schneiden bis zur Mitte und dann falzen wir bis zur Mitte. Drehen das Ganze um und machen das hier dann praktisch umgekehrt, indem wir nun bei einem Zentimeter jetzt auf der Seite schneiden bis zur Mitte und auf der linken Seite falzen. So, die zwei schneiden wir kurz ab, damit sie uns einfach nicht stören, und machen unsere schrägen Falzlinien, und zwar immer von der Mitte außen zum Markierungspunkt, ja, von hier bis da und unten ebenfalls das gleiche. Wenn du jetzt die Seite falzt ohne die Klebelasche, dann lass deinen Falz einfach durchlaufen, auch über die Klebelasche. Weshalb wir das machen, zeige ich dir gleich im Nachgang. Man sieht, ich habe jetzt meine Falzlinien, die schrägen, hier über die Klebelasche gemacht. Und das hat den Sinn, wenn wir das jetzt einknicken, die Klebelaschen, und das dann verkleben zu einer Tasche, dann ist es nämlich genau die Falzlinie auf der hier. Das heißt, wenn wir dann nachher knicken, dann stört hier nichts, wenn wir das vorher abschneiden. Das heißt, das ist unsere Markierung zum Abschneiden. Ja? Und hier würde ich dir empfehlen, wenn du abschneidest, dann nicht in der Mitte, nicht außen, sondern nimm ruhig den inneren inneren Streifen, sage ich jetzt mal. Ich zeig noch mal, vielleicht sieht man das. Ja. Dann ist man sicher, dass er innen liegt, ja, und beim Knicken dann, beim Aufgehen des Fächers dann auch nicht stört. So, hier auf der Seite genauso. Damit wäre das erste Fach schon mal fertig gefalzt. Wir knicken das Ganze noch mal durch und setzen es zusammen. So, und dann wird das einfach zu einer Tasche verklebt. Ja, einfach oben drüber. Fertig. Damit mein Video nicht übermäßig lang wird, habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet und mir die anderen 12 Taschen schon fertig gemacht. Jetzt würde ich dir empfehlen, vor dem Verkleben, dass man die Fächer so zusammenlegt, dass die Klebelaschen immer auf einer Seite liegen,
Das sieht dann einfach schöner aus später. Dann habe ich das bei der, bei dem Buch so gemacht, dass ich dir einfach die Seiten alle so zusammengeklebt habe. Diesen ganzen Trapez, sage ich jetzt mal. Ja, den habe ich zusammengeklebt. Dann klebe ich die jetzt mal alle kurz zum Büchlein zusammen. Das Innenleben ist nun fertig. Ja, es sind jetzt 12 Fächer, also für jeden Monat eins. Ich hoffe, ich habe richtig gezählt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau, und das Gute ist bei 12 Stück oder bei etwas mehr, dass du das, dass du die Mappe komplett aufklappen kannst. Ja, sieht auch ganz toll aus, finde ich. So, dann machen wir noch ganz schnell unseren Cover und eine schnelle Deko. Ich habe hier den Cover etwas dicker gemacht, das heißt, ich habe hier Graupappe genommen. Und bei der Graupappe ist es so, dass du dir einfach die Rückseite vom Designerpapier nehmen kannst. Also, wenn du dich gefragt hast, was du damit alles anfangen kannst, zum Beispiel ein Cover für so eine Fächermappe. Ja, das ist 1 mm dick, diese Graupappe hier, also eignet sich super gut. Ich habe mir meine 2 Stücke hier schon zurechtgeschnitten. Diese Dicke kriegst du übrigens noch gut mit dem Papierschneider hin. Hier brauchst du natürlich 2 Stück für die Vorder- und für die Rückseite. Und du brauchst hier die Größe 19,2 x 13,2. Und damit es auch hübsch außen wird, nehmen wir hier Designpapier. Du brauchst wieder 2 Stücke, jeweils mit dem Maß 21,2 x 15,2 cm. Das ist also die Hälfte der Breite des Designpapiers. Dann kleben wir die 2 Teile erstmal dran. Bevor wir das Papier jetzt umschlagen, schneiden wir noch mal hier die Ecken ab, jeweils alle 4. Und zwar immer so, dass hier ungefähr 1 bis 2 mm bleibt. So, ich mache das immer gerne so, dass ich erst hoch mache und dann verklebe danach. Fertig sind unsere hübschen Coverseiten. So, jetzt brauchen wir noch was innen, damit diese unschöne Graupappe man nicht mehr sieht. So, bevor wir das aber machen, noch kurz ausprobieren. So wird das hier reingeklebt und im Grunde brauchst du hier nicht viel, sondern nur an diesen Seiten. Und zwar, wenn du dir die Seiten hier zurechtschneidest, hast du hier noch so ein Stückchen übrig. Jetzt kannst du überlegen, ob du hier vielleicht was Buntes reinmachst oder diese Stückchen nochmal dafür verwendest. Das heißt, ich schneide mir jetzt das übrige Stückchen in 4 Teile. Und zwar in solche Teile. Die haben das Maß 4,6 x 13 cm. So, und die klebe ich mir jetzt mal da an. So, dass jeweils 1 mm von 3 Seiten hier besteht. Okay. Und dann kleben wir das da drauf.
schaue nur, dass von jeder Seite ungefähr gleich ist. Also dürfte in etwa 1 mm von jeder Seite rausschauen. Dann machen wir auf jeden Fall noch einen Verschluss, ein bisschen Deckung. Bei der Deckung wollte ich es mir diesmal ein bisschen einfacher machen. Hier habe ich die Schmetterlinge gestempelt, ausgestanzt und mit den Blends koloriert, wenn du die gleichen Farben machen möchtest. Das hier ist Bermuda-Blau, diese Einlassung für das Band, damit das locker bleibt. Ja. Und hier habe ich die Blends verwendet, Safrangelb, Osterglocke, Kalypso, Schiffergrau und den hellen schwarzen Blend. Und zwischendurch natürlich den Aufheller. Und hier würde ich es ein bisschen bunter gerne machen. Denn wir haben beim Designerpapier dieses tolle Muster hier. Dieses Designerpapier passt nämlich genau auf diese Stanzform, beziehungsweise die Stanzform auf das Designerpapier. Und dann habe ich nämlich gleich ganz viele tolle Schmetterlinge auf einmal raus. Okay, dann können wir mal gucken, wie wir das hier dekorieren. Dann schauen wir mal. Ich habe mir hier jetzt weiß und schwarz nochmal rausgelegt, weil ich glaube, der Hintergrund sollte schon dezent bleiben, wenn es hier vorne ganz viele bunte Schmetterlinge sind. Und auch hier würde ich gerne so eine Bordüre machen, also so einen Schlitz, wo das Band dann flexibel eingestellt werden kann, je nachdem, wie dick dann deine Mappe wird, wie voll sie wird. Das mache ich hier auch. Und hier würde ich diese Bordüre in schwarz machen. Ja, ich habe die mir schon zurechtgeschnitten. Das ist genau die gleiche Größe wie hier auch. Und du brauchst natürlich zwei davon. Wir brauchen hier ein Stück mit dem Maß 4 mal 13,2 cm. Und das Ganze wird gefalzt auf der kurzen Seite oben und unten bei jeweils 1 cm. Dieses habe ich auch schon fertig. Ja gut, mit dem Falzbeil nochmal nachziehen, die Falzlinien. Das kommt einmal vorne und hinten. Und da hier das Format ein bisschen größer ist, wäre das ein bisschen zu wenig mit diesem Streifen hier. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir doch mal ein Etikett stanze. Und zwar nehme ich mir einfach das größte, dieses hier. So. Und dann kann man auch schön die Schmetterlinge darauf ausrichten. Das Etikett kommt aus der Produktreihe Geschmackvoll gestaltet. Hier wird es aber auch ein großer Kreis auch tun, glaube ich. Ne? Also wenn du diese Etikette nicht hast. Ein Band fehlt uns noch. Hier würde ich gerne ein bisschen was Feineres nehmen. Also das ist hier schon sehr grell. Das passt auch zu dem Deko. Das ist hier ein bisschen feiner. Deswegen würde ich ganz gerne dieses Tüllband hier nehmen. Das passt hier ganz gut. Auch von der Dicke her passt es genau rein. Und sieht einfach ganz ja, verspielt aus, wie die Schmetterlinge hier auf diesem schönen Holzhintergrund. Legen wir los. Das legen wir in die Mitte. Bei 8,6 cm vom unten muss es ungefähr liegen. So, ich mache mir da eine Markierung. So, und hier musst du jetzt vorsichtig den Kleber drauf machen, damit da nichts aufs Band kommt, weil sonst klebst du dir das Band hier fest, da kannst du nichts mehr bewegen. Das wäre sehr schade. Deswegen ganz vorsichtig hier Kleber und ja, sparsam vor allem auftragen. Ich hoffe, mir gelingt das. Und das gleiche machen wir jetzt natürlich auf der Rückseite. Auch die würde ich, glaube ich, so ein bisschen
noch einen kleinen Effekt hier reinmachen, indem ich die Flügel etwas knicke oder wölbe. Ich glaube, mir fehlt hier ein Spruch, um das so ein bisschen zu ordnen. Deswegen würde ich, glaube ich, jetzt, bevor ich die anklebe, brauche ich den Spruch, um das als Gesamtbild zu sehen. Dann bin ich mir erst schlüssig, ob das so reicht oder nicht, ob ich alle Schmetterlinge da drauf klebe. Deswegen machen wir erstmal den Spruch. Da finde ich, muss es jetzt nicht auf schwarz sein. Da kann man auch eine andere Farbe nehmen. Das müssen wir mal gucken. Eigentlich finde ich hier Farbe gar nicht so verkehrt. Da sind die anderen Alternativen. Ich glaube, Aventurin gefällt mir ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Das sieht ganz toll aus, finde ich. Das ist ein schöner Kontrast. Ich glaube, ich probiere es mal damit. Und probiere es aber auch nochmal mit schwarz. Das Ganze wird embossed. Und ich zeige dir, womit ich das gemacht habe. Das ist nämlich ein cooler Spruch, der passt. Und zwar haben wir ja dieses tolle Stempelset aus dem neuen Mini, Blumenvolle Freude. Ich habe mir das zusammengesetzt. Post zum Geburtstag. Nee, Post, genau, zum Geburtstag. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, ich bin doch für schwarz. So gefällt mir das. So machen wir das. Hier fallen mir diese tollen runden Akzente in Mattschwarz ein, aus der Produktreihe Für immer im Herzen, aus dem Kapsel Mini. Ich glaube, da will ich auch noch ein paar davon verteilen. Fertig ist die zweite Fächermappe mit den tollen Schmetterlingen, mit einem flexiblen Band. Das heißt, du kannst da ganz viele Karten rein tun. Machen wir auch mal zu. Gucken wir mal, wie das wirkt mit einer tollen Schleife. Das ist mein heutiges Projekt für dich von mir zum Thema Ordnung. Ja, dass man, ja, damit könnte man ja, seine Geburtstagskarten in den Griff bekommen, dass wenn die Mappe so vor einem steht auf dem Basteltisch, dann denkt man immer wieder dran, da muss noch eine Geburtstagskarte rein für den und den. Falls du da keinen Bedarf hast für Geburtstagskarten zum Sortieren, kannst du natürlich auch diese Fächermappe für alles Mögliche nutzen, für solche Dinge. Denn bei mir ist das so, bei dir wahrscheinlich ähnlich, dass ganz viele Sachen übrig bleiben, weil ich gerne bei meiner Deko hin und wieder mal ausprobiere. Und dann bleiben halt solche Restanten übrig, gestanzte Teile, embosste Teile, kolorierte Teile. Ja, das ist dann immer sehr schade zum Wegschmeißen. Also kannst du so eine Mappe, auch die kleinere, ganz gut, ja, wenn du keine kleinen Karten verschickst. Die kleine ist auch ganz gut für solche Dinge. Die kannst du zum Beispiel farblich dann markieren und dir dann diese Restanten farblich einsortieren. Ja, wofür du das auch gut nutzen kannst, da musst du vielleicht nicht so viele Fächer haben wie hier.
sind solche Sachen. Ja, auch das passt hier ganz gut rein. Ja, wenn nicht in die kleine, dann in die große. Die kannst du hier auch ganz gut sortieren. Also, wie du siehst, gibt es für diese zwei Bücher verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Und das ist dann deiner Kreativität überlassen, was du mit dieser Fächermappe anstellst. Das war's nun von mir. Wenn dir mein heutiges Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Und damit du mein nächstes Video nicht mehr verpasst, abonniere auch am besten gleich meinen Kanal. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und ja, und heute ganz wichtig, klick dich durch. Wir haben ein tolles Thema, wie ich finde. Ordnung muss sein. Und wir haben ganz viele verschiedene Ideen für dich heute vorbereitet, wie du dein Bastelchaos oder Chaos aus dem Basteltisch beseitigen kannst. Deswegen unbedingt durch alle durchklicken. Die ganzen Links zu allen Teilnehmern unseres heutigen Super Samstag Video Hops findest du unten in der Infobox. Ja? Und auf meinem Blog natürlich auch. So, ich wünsche dir also nun viel Spaß beim Weiterschauen, beim Nachbasteln und Sortieren. Ja? Wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Tschüss.